Hallo Hiko, wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast, denn wir wissen, Interviews sind eigentlich nicht so dein Ding, du lässt lieber die Leistung auf dem Platz sprechen. Ist es auch so, bist du abseits vom Rasen ein ganz ruhiger Typ? Ja, erstmal hallo, ruhig. Ja, in der Kabine rede ich auch schon öfters und viel und ja, wie du es selber schon gesagt hast, Interviews, ja, sind nicht so eher mein Ding. Ich zeige lieber meine Leistung auf dem Platz und ja. Sehr schön, das wissen wir auch sehr zu schätzen. Lass uns einmal kurz auf dich persönlich schauen. Es war für dich eine Saison voller Höhen und Tiefen. Am Anfang bist du auch verletzungsbedingt sicher nicht zu den Einsatzzeiten gekommen, die du dir auch vorgestellt hast. Und jetzt bist du seit einigen Wochen aus der Startelf überhaupt nicht mehr wegzudenken. Wie siehst du selbst deine Leistung in den letzten Spielen und so diese Entwicklung in der Saison? Ja, wie du selber schon gesagt hast, ich hatte wieder die Saison wieder mit einigen Rückschlägen zu kämpfen. Und wenn man ehrlich ist, war das keine einfache Zeit für mich. Und umso mehr freut es mich jetzt, dass ich so in dieser Verfassung der Mannschaft helfen kann. Und ja, so kann ich eigentlich weitermachen. Ne? Genau, nicht nur du kannst so weitermachen, die ganze Mannschaft. Es ist wirklich einfach mittlerweile nur noch beeindruckend, was ihr hier auf den Rasen bringt. Und das haben jetzt auch schon ein paar von deinen Mannschaftskollegen gefragt. Aber wir würden auch gerne noch mal von dir wissen, woran liegt das, dass das so gut läuft? Ja, ich glaube, wir sind als Mannschaft enger zusammengewachsen. Dieser Zusammenhalt, der in dieser Saison, in dieser Mannschaft steckt, das ist einfach unfassbar. Das ist einfach geil. Und ich glaube, man sieht es auch von außen. In den Spielen jetzt, da siehst du Spiel auf dem Platz. Die wollen alle füreinander kämpfen. Und das macht uns dieses Jahr, glaube ich, aus. Lass uns auch noch mal einen kleinen Blick zurückwerfen auf das Derby, bevor wir dann nach Wiesbaden schauen. Das war sicher von der Ankunft im Stadion über die 90 Minuten auf dem Rasen und das Feiern danach im Spiel mit den Fans für euch alle ein ganz besonderes Spiel und eine besondere Erfahrung. Auch du hast ja, obwohl du jetzt schon seit 2 Jahren hier bist, das erste Mal einen ausverkauften Betze erlebt. Kannst du die Emotionen von so einem Tag überhaupt in Worte fassen? Ich glaube, dafür lieben wir den Fußball einfach. Dazwischen war jetzt auch Corona und wir sind jetzt mal froh jetzt. Ich bin jetzt seit fast 2,5 Jahren hier und mein Ziel war es immer hier vom Betze Außenverkauf im Haus zu spielen. Das war erst jetzt der Fall. Umso schöner ist es natürlich, dass wir jetzt im Derby den Sieg geholt haben, in Unterzahl auch noch. Und ja, du läufst in das Stadion rein, das Betze ist ausverkauft, du hast Gänsehaut und du willst einfach alles dafür geben, um den Derby-Sieg zu holen. Für den Verein, für die Fans und auch für uns selber. Und das war einfach unbeschreiblich. Wir können es gar nicht oft genug sagen. Derby-Sieg in Unterzahl, das war natürlich jetzt auch in diesem Saisonendspurt ein sehr, sehr großes Ausrufezeichen. Es läuft einfach. Steigt dann jetzt aber auch der Druck in den letzten Spielen oder macht es, wie du auch selbst sagst, gerade einfach nur Spaß, Fußball zu spielen? Ja, also Druck ist eigentlich immer da und Spaß sollte man eigentlich auch immer haben, wenn man Fußball spielen will. Und ja, so wie wir es immer eigentlich diese Saison angegangen sind, wir denken immer von Spiel zu Spiel. Wir haben jetzt Freitag ein wichtiges Spiel in Wiesbaden. Wir wissen, dass es schwierig wird, aber wenn wir unsere Sachen wieder auf den Platz bringen, dann bin ich gut davon überzeugt, dass wir die 3 Punkte nach Hause holen. Und es erwartet euch ja auch wieder eine große Kulisse. Mehrere tausend FCK-Fans, man munkelt um die 6.000, werden in Wiesbaden dabei sein und euch unterstützen. Wie schätzt du eure Chancen dann ein und auch den nächsten Gegner? Ich glaube, der Marlon hat schon mal vor ein paar Wochen angesprochen, dass wir jetzt so nach Heimspiel haben. Und ich weiß nicht, also unsere Fans sind geisteskrank. Die kommen zu jeden Auswärtsfahrt. Wir haben gefühlt jede Auswärtsfahrt ein Heimspiel. Du kommst auf den Platz, hörst nur die Lautern-Fans. Und das pusht einen natürlich nochmal. Aber wir wissen, was wir zu tun haben. Und wir wollen Freitag gewinnen. Du solltest ja auch besondere Erinnerungen an Wiesbaden haben. In der letzten Saison, wo wir den Rest sportlich vielleicht mal ausblenden, ist die aber im Auswärtsspiel in Wiesbaden mit einem sensationellen Tor der Ausgleich und der Punktgewinn gelungen. Hast du das auch noch im Kopf, wenn du am Freitagabend auf den Platz gehst oder spielt das gar keine Rolle mehr? Natürlich hat man das im Kopf. Ich habe das Trikot noch zu Hause in meinem Zimmer hängen. Das war das erste Tor von mir für Lautern. Und diese Szene werde ich nie vergessen. Da sind Emotionen hochgekocht. Da war ja auch gefühlt wie ein Heimspiel. Du läufst in die Ecke rein zu den Fans. Da feiern eigentlich nur Lautern-Fans. Und natürlich hat man es im Kopf, aber es ist jetzt ein Jahr her. Und wir sind jetzt in einer neuen Saison. Wiesbaden hat, glaube ich, gefühlt schon die Saison eigentlich zu Ende. Und bei uns geht es noch um was. Und ja, wir fahren dann, um das Spiel zu gewinnen. Und hoffentlich können wir die Fans glücklich machen. Und hoffentlich kannst du auch wieder so schön mit den Fans jubeln wie beim letzten Mal in Wiesbaden. Hiko, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg in Wiesbaden. Gerne, bitteschön.